Stellen Sie sich vor, in einer Welt, wie wir sie nicht mehr kennen, sind unsere Kinder bedrohlichen Lebenssituationen ausgesetzt. Wenn Bäche, Flüsse und Seen dieser Welt verseucht sind und alles Leben in ihnen ausgestorben ist. Weil schon heute Abfälle nicht korrekt entsorgt werden und Katastrophen unsere Umwelt zerstören. Wenn Monokulturen und der Einsatz von Düngemitteln unsere Böden zerstört haben. Sauberes Wasser, das kostbarste Gut ist, das auf unserer Erde noch existiert. Wenn die Luft, die wir atmen, voller Schadstoffe ist und jeder Atemzug zur Qual wird, weil wir schon heute mit Autoabgasen und Kohlekraftwerken unsere Atmosphäre schaden und den Himmel verdunkeln. Wenn der Großteil der Bevölkerung keinen Zugang zu Strom hat, weil fossile Ressourcen aufgebraucht sind und nur die Reichen und Mächtigen Zugang zu erneuerbaren Energien haben. Wenn man sich voller Sehnsucht an eine heile Welt zurückerinnert, wie man sie so nur aus Erzählungen kennt. Die Schönheit einer Blume zu einer Seltenheit geworden ist.